hatte. Und er gehörte auch dem politischen Widerstand an, der wiederum auch den militärischen Widerstand um Stauffenberg direkt unterstützt hat. Irgendwann in dieser Zeit begannen ihre Kontakte zum Widerstand. Ja. Nun ist der Begriff Widerstand nicht näher definiert. Was war das denn? Das waren verschiedene Gruppen von Politikern, Militärs und so, die also schon früh erkannt hatten, dass dieser Krieg in die Katastrophe führen würde, nicht? Und ich bin dazu gekommen durch meinen späteren Freund, damaligen Freund Otto John, mit dem ich zusammen in der Lufthansa tätig war. Er war da zweiter Syndikus und ich war bei der verkehrspolitischen Abteilung. Und der kam dann eines Tages in mein Büro, wollte mir guten Tag sagen und dann fing dann eben an, sehr, sehr kritisch über die Nazis zu sprechen und das Regime. Das war mir etwas unheimlich. Man musste ja damals sehr vorsichtig sein. Ja. Allein mit der Schilderung der politischen Lage und dem Aufzeigen dieses außerordentlichen Risikos, das für Deutschland bestand, damit war man wohl noch nicht drinnen. Sie hatten einen Gesinnungsgenossen getroffen. Ja, aber das waren eben Leute, die sagten, sie wollten das Regime beseitigen. Ich meine, in irgendeiner Form. Nur war der Moment noch nicht da. Nicht? So dezidiert? Wie? So deutlich? Ja. Wir waren entschlossen, aber nicht. Da waren sie eben nicht sich einig, nicht? Wie das passieren sollte. Was war denn das Ziel? Ein Attentat oder ein. Eine Kaltstellung jedenfalls, nicht? Was hatte sich denn diese Gruppe vorgenommen? Wie sollte das denn gemacht werden? Ja, das konnte eben nur übers Militär gemacht werden, nicht? Und da ist ja dann Görtler da rumgefahren zu den verschiedenen Feldmarschällen da draußen und hat versucht, die zu überreden, Hitler gefangen zu nehmen oder umzubringen, nicht? Er war ja gegen ein Attentat. Sie kannten Görtler? Ja. Er hat mich damals auch besucht in Kadinen, wie ich schon also im militärischen Ruhestand war sozusagen. Und da haben wir ganz offen darüber geredet, nicht? Und die hatten ein festes Programm. Die wollten eine Regierung bilden. Mit Göttler als Zivilisten, wollen wir mal sagen. Hm. Ja, dazu gehörten eben die Gewerkschaften sehr stark und die katholische Kirche auch. Da waren also alle diese Kreise zusammen. Und die hatten vor, unter dem, besonders eben diese bürgerlichen Kreise, mit Beck, mit dem General Beck, eine Art Regentschaft zu bilden und dann später die Monarchie einzuführen. Und zwar, dazu hatte man mich dann. Er konnte meiner guten Beziehung zu Amerika und meines dortigen Lebenslaufs so weiter, hielt man mich dafür. Ja. Aber das war nicht ganz einheitlich, nicht? Wie konkret waren denn diese Verabredungen? Ich nehme nicht an, dass Papiere ausgetauscht wurden. Nein, es waren Memoranden, ja. Also so regelrechte Papiere würde ich das nicht nennen. Nicht? Der Görtler hatte Ausarbeitungen gemacht und über die Lage und dass eben der Krieg beendet wird, verloren gehen müsste und dass der zu Ende, dass man mehr, noch mehr Unheil verhindern müsste. Und da wurden die Chancen dann immer schlechter. Ja. Allein dieser eine Satz zu sagen, 1942, 1944 zu sagen, dass der Krieg verloren ist, hätte sie ja wirklich um Kopf und Kragen bringen sofort können. Ja, sofort. Alles. Aber es ist auch ein Wunder, dass ich noch existiere. Was haben Sie denn gemacht am 20. Juli? Da war ich zufälligerweise beim Feldmarschall Küchler in Königsberg. Und der war ja auch schon auf Eis gelegt worden, nicht, von Hitler, weil er da nicht so gehandelt hat, wie er das gewünscht hat. Er hat den Rückzug nicht so. Oder Hitler hat ja jeden Rückzug verboten gehabt. Nicht? Ja. Und der saß aber noch da in seiner Dienstwohnung.
Und bei dem habe ich dann gehört, die Nachrichten mitgehört. Waren Sie eingeweiht, dass Graf Stauffenberg Hitler eine Bombe vor die Füße legen würde? Nein, da, nicht direkt. Aber ich wusste durch Otto John, dass die was unternehmen würden. Also, wenn ich Sie richtig verstehe, bestand Ihre Mitwirkung darin, dass Sie sich für den Fall eines geglückten Umsturzes zur Verfügung hielten als möglicher Thronprätendent. Ja. So. Nicht Ihr Vater? Nein. Der wollte wohl nicht. Haben Sie mit Ihrem Vater darüber gesprochen? Ja, andeutungsweise. Ja. Und da bin ich extra hingefahren, hatte vorher eben eine Unterredung mit diesen Verschwörern in Berlin im Haus von Bonhoeffers Vater. Der war ja ein großer Psychiater. Ne? Und da traf ich mit Jakob Kaiser zusammen und diesem Grafen, ja was, Schwerin, Menzin, glaube ich, und noch einigen anderen. Nicht? Und denen hatte ich gesagt, ich muss das erst mit meinem Vater klären. Ich bin nicht der ist mein Vorgänger, der ist hier Hauschef. Und dann sagten er, dann mach das mal. Nicht? Und dann hat er mir, also ich habe ihm nicht ganz direkt, aber er musste es schon merken, worum es ging. Ich sage, würdest du so was Ähnliches machen? Und da hat er mir den dringenden Rat gegeben, der ja sehr verständlich ist, halt dich da um Gottes Willen raus, sonst kotzt dir den Kopf, nicht? Und da bin ich dann wieder mit zurückgefahren und zu diesem Kreis und habe gesagt, also mein Vater, dem will da nicht mitwirken. Ob die sich direkt mal an ihn gewandt haben, er war ja sehr mit Beck befreundet, nicht? Aus dem Ersten Weltkrieg. Das weiß ich nicht. Aber er hat war den Juli-Leuten gegenüber sehr skeptisch. Er hat die nicht so ganz ernst genommen. Er fand das in Fantastereien und war ja ein Mann der Realität sehr. Ne?